Hallo Leute, hier ist Schutzmann. Ja, weiter geht's. Ich habe ja einige Kommentare unter meinen Videos gehabt und da werde ich jetzt mal drauf versuchen einzugehen. Ich werde jetzt einfach mal ein Nicht-Anfänger Kreuzerbaum nehmen, und zwar die Deutschen. Warum sind die nicht so anfängerfreundlich? Weil die ziemlich durcheinander gewürfelt sind. Königsberg und Nürnberg spielen sich relativ gleich. York und Hipper, ja, ich finde persönlich die York ein bisschen besser als die Hipper. Und Rhun und Hindenburg sind wieder ganz anders. Also du hast halt diese ganzen Schiffe von 5 bis Stufe 10 und 5 und 6 spielen sich ziemlich gleich. 7 und 8 spielen sich anders als 5 und 6 und 7 und 8 spielen sich wieder anders als 9 und 10. Während ihr bei den ersten Kreuzerbäumen, die ich euch vorgestellt habe, da zieht sich so ziemlich der Spielstil oder die DNA der Schiffe durch von 6 bis 10. Und das ist bei den Deutschen ein bisschen anders. Mir ist natürlich bewusst, dass man, wenn man in der deutschsprachigen Warships Community ist, dass man dann natürlich auch gerne anfängt mit deutschen Schiffen, aber ich finde die deutschen Kreuzer für Anfänger eigentlich gar nicht so gut, ne? Weil die ja schon ein bisschen Erfahrung brauchen. Ne? Also ich sag mal, wenn ihr so 500 plus Gefechte habt, dann könnt ihr euch langsam, meiner Meinung nach, es ist natürlich alles nur nach meiner Meinung und nach meinem Empfinden. Jeder Mensch ist da ja anders, aber wie gesagt, ich finde, die deutschen Kreuzer brauchen schon so ein leicht geübtes Händchen. Was macht die deutschen Kreuzer denn so gut oder was machen die halt nicht sehr gut? Ne? Wir fangen einfach mal an. Wie gesagt, ich versuche jetzt in diesem Video so gut es geht auf die YouTube-Kommentare einzugehen. Panzerung. Panzerung ist nicht vorhanden. Wenn ihr da so ein Stats-Padder habt mit einer Gramiaci oder was weiß ich, dann habt ihr wirklich große Probleme, wenn bei euch denn so ein DD auftaucht, weil ihr einfach keine Panzerung habt. 13 mm, 16 mm, euch penetriert einfach alles. Schlachtschiffe, da könnt ihr Glück haben, dass sie einfach durch euch durchschießen. Aber alles, was HE schießt oder so, wenn so ein britisches Schlachtschiff kommt, gerade HE drin habt, ihr nehmt einfach massiven Schaden. Ihr habt keine Chance. Na? Also Panzerung ist nicht so gut wie vorhanden. Die Überlebensfähigkeit mit 24.300 wiederum ist sehr gut. Torpedoschutz 7%, naja, gut. Wenn ihr da so einen verrückten Reini habt mit seiner Kamikaze R, dann nutzen euch auch keine 50% Torpedoschutz. Das sei mal dahingestellt. Die Stärke sind die Geschütze. Ne? Also die Geschütze sind wirklich, ja, ich will nicht OP sagen, aber schon ziemlich krass auf dieser Tierstufe. Stufe 5. Ne? Ihr habt 150 mm, 7,5 Sekunden Reload. Die Turmdrehgeschwindigkeit ist unterirdisch. Ich habe das Modul drinne, sonst glaube ich, seid ihr bei 30 Sekunden für eine 180-Grad-Wende. Und das ist wirklich schlecht bei diesen ganzen schnellen Schiffen auf der Tierstufe. Ihr macht 1700 auf der HE, 10% Brandwahrscheinlichkeit, 38 mm Pen und 960. Das ist bis auf den Höchstschaden alles Traumwerte. Ne, auf dem Kreuzer. Vielleicht ein bisschen mehr Brand, ja, okay, aber die Pen, die Geschwindigkeit und vor allen Dingen die Reichweite von 16,5 Kilometer und die Streuung bei 136 Meter, das sind Traumwerte. Das sind absolute Traumwerte. Auch die AP von 3900, das ist wirklich, wirklich gut. Die AP zickt rum aus dem einfachen Grund, weil die wirklich schlechte Abprallwinkel ist. Was bedeutet Abprallwinkel? Es gibt einfach Kreuzer AP, da steht ihr so und man schießt euch hier rein und ihr nehmt massiven Schaden, wobei bei deutscher AP das hier noch abprallen kann. Wiederum, wenn ihr genau breit steht oder der Gegner besser gesagt steht genau breit und ihr kommt mit AP an, macht ihr wirklich Aua.
Ne? Also da kann auch mal so eine, wenn ihr gegen euer Gleiches kämpft, eine Königsberg oder so, und ihr habt Full AP drinne, dann kann eine Salve schon lang, dann ist die weg. Ne? Also, vor allem ihr habt 3x3, das ist wirklich schön. Das ist ein schöner Farmenkreuzer. Ne? Das nächste ist, ja, ihr habt die typischen Volkstorpedos, 6 Kilometer, 13.700. Das zieht sich durch bis zum 10er. Da wird sich nichts ändern. Es gibt ein paar Premium-Schiffe, so wie die Schill. Die hat 8 Kilometer. Die Leipzig hat 10. Und die Graf Spee hat auch 8. Aber ansonsten haben alle anderen, bis auf die Schröder, alle 6 Kilometer Torpedos. Ne? Luftschlag haben wir 6 Kilometer, nee, 5 Kilometer nur. Die Flugabwehr, ja, die ist nicht doll. Die Nahbereichsflak ist ganz gut, aber alles andere ist mittelmäßig oder schlecht. Das Problem ist nämlich auch, wenn ihr anfangt mit diesen Kreuzern und ihr seid Top-Tier, könnt ihr auch Pech haben, dass ihr so ein, ja, Doppel-CV drin habt. Zwei Vierer-CVs, ne? Und dann noch drei DDs und ein U-Boot. Na, schönen Dank auch. Ihr wisst, was ich meine. Also auf die Flugabwehr ist jetzt nicht viel Verlass. Ihr seid nicht besonders schnell mit 34,1. Der Wendekreis ist in Ordnung. Die Ruderstellzeit ist auch okay. Aber die Endgeschwindigkeit ist halt nicht besonders mit 34,1 Knoten. Aber es langt. Was noch recht gut ist für die Tierstufe, ist euer Tarnwert von 10,9. Aber die Karten auf der Tierstufe sind relativ klein, dass dieser Tarnwert nicht besonders gut zum Tragen kommt. Wenn ihr Low-Low-Tier seid, also gegen 7 daran müsst, ist dieser Tarnwert aber recht gut. Ne? Wir gucken uns mal die Ausrüstung an. Ja, ich habe halt so geskillt. Hauptbewaffnungsmodifikation, weil die Türme ein bisschen anfällig sind und die Torpedowerfer auch. Schutzsystem für Manöverfähigkeit, weil ihr halt keine Panzerung habt, geht gerne mal was kaputt. Und Streuung nochmal reduzieren, weil ihr habt einen schönen Grundwert. Den habe ich jetzt nochmal ein bisschen verbessert auf 136 Meter, weil eure einzigste Stärke sind die Kanonen und das müsst ihr halt pushen. Ich habe die Klassiker drin, Deto, wie gesagt, ihr habt kaum Panzerung, Brandbekämpfung, Wassereinbruch, Rammschaden, mein Brand ein bisschen gepusht, ein bisschen schneller und meine Hydro, weil das ist die nächste Stärke von deutschen Kreuzern. Ihr habt auf Stufe 5 schon mal 3, 8 und 5, 5. Das ist die Macht. Es gibt keine bessere Hydro, also keine andere Nation hat eine bessere Hydro als ihr. Ne? Besonders wenn ihr am Anfang seid mit DDs und U-Boote oder allgemein, ist das schon eine schöne Sache. Ihr habt noch einen Jäger, naja, einen Jäger, ich weiß nicht, von 10 Runden schießt in 2 Runden ein Jäger mal was ab, aber früher hat man den noch ein bisschen so zum Spotten benutzt. Wenn ihr an Inseln steht, dann klärt er vielleicht noch mal was auf. Und wenn Torpedobomber oder Schlachtflieger kommen, erhöht er ja nicht ganz, ganz gering ein bisschen die Torpedostreuung, dass ihr eventuell durchschlüpfen könnt. Aber das sind so viele Faktoren. Da müsst ihr euch nicht drum kümmern. Wenn ihr merkt, okay, der CV-Spieler will auf euch gehen und die Flieger sind jetzt so auf, weiß ich nicht, 7 Kilometer ran, könnt ihr schon mal auf die Taste drücken, damit der Jäger schon oben ist, falls die gegnerischen Flieger da sind. Mein Kapitän habe ich so geskillt. Turmdrehgeschwindigkeit geskillt. Wie gesagt, die 180-Grad-Kehre ist unterirdisch. Nochmal ein bisschen den Brand gepusht. Adrenalinrausch, Tarnung und RPF. Da streiten sich natürlich die Geister, aber für meinen Spielstil oder meine Herangehensweise, weil ich will natürlich andere Schiffe supporten. Ich mag diese Zusatzinformationen, wenn viele DDs im Spiel sind und einer ist durchgeschlüpft und mein RPF springt plötzlich nach ganz links oder nach ganz rechts um, dann kann ich das ein bisschen mit einberechnen. Normalerweise müsste ich diesen Skill noch rannehmen,
Weil, wie gesagt, es geht eine Menge kaputt, aber muss man sehen. Vielleicht kann man auch noch diesen Skill nehmen, damit man eine Ladung mehr hat, aber wollen wir mal schauen. Okay, ja, defensiver Spielstil, flankieren, den guten Tarnwert nutzen zum Aufklären, sowas halt. Okay, nicht lange schnacken, weiter geht's. Wollen wir mal gucken. Oh, guck mal, oh, instant gefunden. Ah, sind wir top, mid oder low tier? Schauen wir mal. Ach, wir sind low tier. Independence, jo, muss natürlich sein. Gucken wir mal, was wir hier alles so dran haben. Königstiger 91, naja. Schauen wir mal. Wir haben nur vier Schlachtschiffe pro Seite. Viele Kreuzer diesmal. Wir starten rechts außen, also fahren wir auch rechts außen. Wir haben Bayern, Hobart, 8 Staatenbund. Hier ist noch eine Undine. Das ist links von uns ist gar nichts. Ihr seht die Turmdrehgeschwindigkeit. Ich meine, es sind 360 Grad Türme. Das ist hinten. Das ist schon mal ganz praktisch. Wie gesagt, ihr habt einen guten Tarnwert. Achso, bevor ich das vergesse. Ich brauche diese Information nicht mehr, aber ihr seht ja jetzt hier die Schiffsnamen. Das sollte recht gut sein. Ich glaube, Ernst hatte das auch nochmal angesprochen. Ich brauche diese Information nicht mehr, aber wenn ihr anfängt, ist das ganz gut, ne? Damit ihr seht zwar jetzt Schlachtschiff, Kreuzer und so, aber es ist schon gut, ob ihr nun in ein Top-Tier-Schlachtschiff reinrauscht oder in ein Low-Tier-Schlachtschiff. Das kann man ein bisschen mit einbeziehen, diese Information. Also die ist schon wichtig. Hat Ernst recht gehabt, was er unter das YouTube-Video geschrieben hat. Wenn du anfängst, sollte das schon angeklickt sein. Ich habe jetzt hier auch noch U-Boot-Schlag, Hydro, Torpedo, Tarnwert und Schussreichweite. Also Schussreichweite. Ich würde nicht alle Kringel anmachen hier am Anfang. Das kann doch einen wirklich überfordern. Wie gesagt, deutsche Kreuzer empfinde ich zum Anfang recht schwer. Wollen wir hoffen, dass die Undine uns ein bisschen was spottet. RPF zeigt direkt dorthin, da ist eine Fuße. Selegent Wursten. Aha, okay. Da kam auch ein Schiff, da ist eine Renowned. Ich gehe nicht auf. Pensacola, wir wissen ja, Pensacola ist gefährlich. Stoff geben an die Inseln. Ja, Pensacola dreht auch schon ein. Die brennen. Ich weiß gar nicht, warum das so hart ist. Kann das hier? Ich schmeiß mal einen Jäger, vielleicht klärt da was auf. Ich bereite mich aber schon mal vor. Bisschen in der Bayern, das ist schlecht. Du müsstest ein bisschen tanken. Ich lasse die Bayern mal vorbei. Meine Undine steht da einfach, das ist natürlich auch schlecht. Ich komme hier rüber, sehr gut. Ja, jetzt müssen wir stillhalten. Oh, U-Boot. Torpedos auf Backbord!
schlechtes Gefühl hier. Ich hau hier ab. Das ist eine Devonshire. Ich lade um auf AP. Die hat geschossen. Devonshire hat eine ziemlich lange Reload-Time. Nee, ich hau hier ab. Torpedos achte aus! Ja, wollen wir mal gucken hier, ob wir noch ein bisschen was machen. Der fährt schön durch meine... Das ist ja auch wieder schön, Alter. Okay, dann lasse ich mich jetzt zugehen. Ich habe keinen Bock, dass alle auf mich schießen. Ich müsste eigentlich nochmal zugehen. Wisst ihr was? Dann cappe ich jetzt B. Das halbe Gegnerteam ist ja da hinten. Sehr schön. Ich habe keine Ahnung, warum das jetzt hier so ruckelt, aber na gut. Falls das U-Boot nochmal auftaucht, oh, der kriegt aber schön Torpedos. Aber die sind zu dicht aneinander. Nach dem U-Boot-Rework hat das... Ja, jetzt muss ich Nerven behalten und darf nicht schießen. Ja, wenn ich jetzt schieße, dann bin ich Geschichte. Ich muss aber mich umpositionieren. Ich meine, ich bin ja schon froh, dass meine Independence da irgendwas versucht, aber ich kann jetzt nichts machen, ne? Wenn ich einmal schieße, war es das. Bewegt er sich hier? Wo ist er? Ja. Ich werde jetzt diese Insel vor mir nutzen hier. Und meine Hecktürme benutzen. Und jetzt kommt halt die schlechte Geschwindigkeit meines Kreuzers zum Tragen. Das ist mit den Japanern angenehmer. Ich guck mal, wie lange. Ja, da oben knubbelt sich das. Oh ne, was macht er jetzt hier? Warum? Nein, 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 nein. Das ist ganz schlecht. Das ist ganz schlecht. Ja, jetzt ziehen sie sich ein wenig auseinander. Das ist ganz praktisch. Da ist er.
dass ich. Ich versuche mal hier hinter die Insel nochmal zu kommen. Ja, sehr schön. Britische Kreuzer mögen HE nicht. Ja, und jetzt bleibe ich erstmal hier, hoffe, dass mein CV was aufmacht. Und ich muss halt. Oh, ich bin auf, das ist sehr schlecht. Warum bin ich auf? Da ist noch eine Renowned. Wenn die mich trifft. Mach mal Hydro an, falls die Devonshire hier noch war. Die hat keine Chance. Die farmen wir jetzt zu Tode. Ne, ich fahr rückwärts. Und jetzt war's das mit dir. Okay, ja, jetzt bin ich halt in der angenehmen Position, dass ich mich, dass ich die Ruhe bewahrt habe und da hinten nicht rumgeballert habe wie ein großer, sondern ich bin immer noch auf. Das heißt, das U-Boot ist hier durch. Das werde ich mal suchen gehen. Ich muss jetzt halt achten auf mein RPF. Zu. Boah, aber das Ruckeln ist aber wirklich angenehm, unangenehm. Ich weiß gar nicht, wo das kommt. Ah, da ist das U-Boot. Na, kriegen wir den Kill noch? Ne, abgetaucht. Da hat er mich tatsächlich gespottet. Ihr seht es ja auch, also es ist halt eine ein schöner Flankenkreuzer. Ne? Wenn ihr euch auf einer Ebene da irgendwo festgesetzt habt oder so und ihr, ja, ich würde jetzt sagen, gute Geschwindigkeit, aber wenn ihr eure relativ gute Geschwindigkeit nutzt, dann ja, fast 60k. Das ist ganz okay für einen 5er. Geht immer mehr, geht aber auch ganz schnell viel weniger. Wichtig ist einfach gewesen, jetzt hier waren die Leute in der Übermacht und du durftest nicht schießen. Ne? Das ist, fällt mir manchmal auch nochmal schwer. Schön aber auch, dass ich mal, dass mein CV mitgemacht habt. Ja, dann flüchtet ihr einfach in eine angenehmere Position, wo ihr eure Gunpower nutzen könnt und müsst halt ja quasi vor der gegnerischen Walze wegfahren, ne? Und ihr habt einfach, wie gesagt, die Reichweite, ihr habt gute Kanonen, ihr habt den Reload und dann könnt ihr das richtig schön nutzen, ne? Aber manchmal ist das ja so, wenn ich da jetzt an der Insel gestanden habe und du farmst hier die Schiffe ab und dann denkt sich irgendwo 24 Kilometer entfernt so ein Fusu-Spieler, ach guck mal da, was macht der denn da? Und du hast das dann gar nicht auf der Kette, denkst, okay, Fusu 24 Kilometer entfernt und dann zack, bist du draußen. Das geht recht schnell. Ja, war fuck. Ich glaube nicht, dass ich jetzt hier noch was abkriege von der gegnerischen Independence, aber wir fahren einfach mal in die Richtung. Hm.
Wie gesagt, deutsche Kreuzer sind Positionskreuzer. Ich werde das nächste Video werde ich mal über die Nürnberg machen. Die spielt sich ähnlich, hat ein paar Verbesserungen. Da muss ich mal gucken, ob ich das hier eingestellt kriege. Aber warum das jetzt auf einmal hier so stottert, ich habe keine Ahnung. Die anderen Sachen funktionieren ja auch recht gut. Was man vielleicht noch erwähnen sollte bei den Deutschen ist, wenn ihr Schiffe, die spitz auf euch zufahren, ne? Und eure AP ist halt nicht so gut mit den deutschen Kreuzern, ladet einfach auf HE und ballert ein paar Mal auf die Nase. Das triggert meistens immer einen Brand, auch bei Schlachtschiffen, das triggert meistens einen Brand und kann euch dann noch mal ein bisschen ja, Damage zusprechen oder ihr kommt dann irgendwie noch weg, weil der dann keinen Bock mehr hat, weil er ständig brennt oder so. Das ist ganz praktisch. Scheiße. Ach, der will weg. Kriegen wir sogar noch unsere 60k voll. Ne? Fuso, ja. Auch Fuso-Spieler müssen ja aufpassen. Die sind wirklich gefährlich. TV noch einen Kratzerli bekommen. 65.000, 2 Kills, 6 Brände. Völlig okay. Ist gut, das war's. 1500. Ja, ist eigentlich ganz okay für einen Low-Tier-Kreuzer. Hat das netto gebracht? Na, knapp über eine halbe Million. Hallo, zurück zum Hafen. Also Leute, wie gesagt, ach Signale, das habe ich vergessen. Ja. Was man vielleicht auch noch mal sagen kann, ist, kauft euch nicht einfach jetzt, geht nicht einfach in die Waffenkammer und kauft euch für eine fette Anzahl, für eine hohe Zahl Credits irgendwelche Signale. Wenn ihr so wie ich hier nur noch so einen habt, macht einfach das hier. Das entspannt euer Konto. Ne? Ihr habt nachher Runden, da macht ihr vielleicht Minus oder wenn ihr kein Premium habt, ist das ganz gut. Ne? Ihr klickt das einfach an, macht ihr auf automatisch nachkaufen, dann ist das recht auf langer Sicht steigt denn dieses hier, als wenn ihr euch jetzt, weiß ich nicht, für 10 Millionen da neue Signale kauft. Was kriegen wir hier? Oh, Kohle. Ne, Kapitän. Okay, ja. Nächstes Video geht es um die Nürnberg. Dann werde ich halt auch besser drauf eingehen. Ich versuche dann auch noch auf die Karten einzugehen. So, das war vielleicht jetzt nicht besonders gut, aber ab Nürnberg, in Nürnberg finde ich, ist das schon wichtig, weil wenn ihr gegen 8 daran müsst, dann wird das schon sehr kritisch. Alles klar, Leute. Bis zum Nürnberg-Video. Macht's gut, ciao.